Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor Dr. Alois Krieg, kommt von der RWTH Aachen, ist dort mit dem Lehrgebiet Mathematik tätig in Forschung und Lehre, ist aber vor allen Dingen zurzeit Prorektor für Lehre der RWTH. Ich freue mich, dass Sie sich trotz der Belastung zur Teilnahme dieser Informationsrunde bereit erklärt haben, denn das ist ja völlig klar, die RWTH ist unbestritten ein Vorreiter bei der, eine Vorreiterin bei der wohlüberlegten Nutzung von Digitalisierung zur Weiterführung der Universitätslehre, zur Augmentierung, wie wir das ja eben besprochen haben. Und nicht umsonst arbeitet das Hochschulforum Digitalisierung schon lange und sehr intensiv mit Fachleuten von der RWTH oder in der RWTH zusammen. Uns als Arbeitsgruppe der HAK und des HFD ist sehr wichtig, dass wir gegenüber unseren Hochschulen zu validen Empfehlungen kommen, wie Hochschulen als kooperative Institutionen mit dem potenziellen Veränderungsschub durch KI umgehen sollten. Da ist vor allen Dingen eine Positionierung auf der Ebene von Hochschulleitungen gefragt. Die ist an der RWTH im Hinblick auf die Nutzung von digitalen Instrumenten, Formaten und Methoden für Lehren und Lernen sehr wohl und seit langem gegeben. Die RWTH hat eine umfassende Digitalisierungsstrategie nicht nur entwickelt, sondern auch systematisch in Anwendung. Und umso mehr interessiert uns, wie die RWTH nunmehr mit den Themenfeldern der KI umgeht. Es gibt, soweit wir sehen, das Angebot von Virtual Reality in der Lehre als Lehrgegenstand, zum Beispiel im Fach Informatik. Wir vermuten, dass das erst ein Anfang ist, aber deshalb sind wir, lieber Herr Krieg, sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Einladung und hoffe, dass Sie meine Präsentation sehen können. Ich möchte vielleicht nochmal betonen, dass dieser Vortrag aus Sicht einer Hochschulleitung gehalten wird. Er unterscheidet sich deswegen also insbesondere zum ersten Vortrag von Herrn Pinkwart, den ich sehr genossen habe. Es geht mir nicht in erster Linie um Projekte, sondern um den Transfer. Welche dieser Dinge, die wir erforscht haben, können auch wirklich in den Alltag der Lehre eingebettet werden? Ja, fangen wir an. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie in der Lehre. Die Digitalisierung ist dort fest verankert und wir haben ein Ziel. Es ist nicht der Selbstzweck der Digitalisierung, sondern wir wollen den Studienerfolg optimieren und die Studierenden dabei entwickeln und fördern. Denn die Digitalisierung ist nach meiner Auffassung ein ganz wichtiger Faktor, um die Lehre in einer Massenuniversität, wir haben jetzt 46.000 Studierende, auch zu individualisieren. Beim Mission Statement haben wir das noch ein bisschen präziser gemacht. Bis 2023 wollen wir flächendeckend die Lehrveranstaltungen mit einem digitalen Format ausstatten. Und dieses digitale Format soll so gestaltet sein, dass man einerseits die Präsenzlehre dadurch ergänzt, insbesondere die Vorbereitung auf die Prüfung damit steigern kann und dass wir auf der anderen Seite aber auch einen Kompetenzerwerb außerhalb des Regelstudienbetriebs, wenn zum Beispiel Leute verhindert sind, dadurch, dass sie arbeiten müssen, Pflegeaufgaben haben. Und wir wollen, dass diese Digitalisierung Bestandteil der Lernkultur aller Fakultäten wird. Also nicht nur der Ingenieure und Informatiker, die relativ affin sind, sondern durchaus auch der Geisteswissenschaftler. Darf ich Sie mal kurz unterbrechen, Herr Krieg? Wir sehen Ihre Präsentation nicht im Moment. Sind Sie jetzt? Ja. Ja, jetzt ist sie da. Vielen Dank und entschuldigen Sie die Unterbrechung. Ich bin bekennender Analoger, muss ich sagen. Im Prinzip schmücke ich mich hier mit fremden Federn, denn alles, was in der Digitalisierungsstrategie umgesetzt werden soll, liegt bei unserem Center für Lehr- und Lernservices. Und da ist der Malte Persicke derjenige, der einerseits die Ideen entwickelt, aber auch was mit der Umsetzung zu tun hat. Ja, wir wollen also die Lehr-Lernkultur aller Fakultäten weiterentwickeln und wir wollen dafür eine spezielle Infrastruktur natürlich auch zur Verfügung stellen und die Lehrenden entsprechend weiterbilden. Wir haben es vorhin schon gesagt, das machen wir nicht erst seit jetzt, in der ersten Phase 2014 bis 2017.
Und in der zweiten Phase seit 2018, wieso 2023? Ganz einfach, weil da das Geld durch den Hochschulpakt ausläuft in Nordrhein-Westfalen. Ja, was wollen wir eigentlich machen? Wir wollen die Daten, die wir durch die Digitalisierung gewinnen, wirklich nutzen für den Studienerfolg. Und dazu haben wir im Wesentlichen mal drei Dinge unterschieden. Einerseits das Campus-Management-System, das im Prinzip jede Hochschule hat. Was finden wir da? Wir finden Einschreibezahlen, wir finden und Abmeldungen, wir finden die Anzahl der Versuche, die ein einzelner Student in einer Prüfung genommen hat, und wir können natürlich Aussagen über die Noten bekommen. Dann können wir uns die Lernumgebung anschauen, das ist bei uns Moodle. Da können wir Klickzahlen, Videospielzeiten, das Verhalten in Serious Games, haben die Studierenden Übungsaufgaben gemacht und wie haben sie dabei abgeschnitten. Aber es ist wichtig hinterher, was auch im vorigen Vortrag angeht, die Klickzahlen allein sagen noch gar nichts. Das heißt, es könnte ja jemand vor seinem Rechner gesessen haben und eingeschlafen sein. Dann hat er stundenlang auf eine Präsentation geschaut, ohne was zu tun. Sondern es geht wirklich um die Interpretation dieser Dinge. Das ist genau das Schwierige. Und dann haben wir schließlich Prüfungsumgebungen. Da können wir die Richtigkeit, die Bearbeitungsdauer pro Aufgabe, wir können Antwortänderungen und Rückstellungen feststellen. Und wir können vielleicht daraus Rückschlüsse darauf ziehen, was denn bei den Studierenden wirklich angekommen ist. Ja, Beispiele für neue Daten. Ich habe unten das CLS erwähnt, unser Center für Lehr- und Lernservices. Das war für uns in der Corona-Krise insbesondere extrem wichtig, weil diese Einheit im Wesentlichen die gesamte Hochschule unterstützt hat, um entsprechend auch die Lizenzen zu verteilen und entsprechend die Videoproduktion zum Beispiel anzureichern. Hier sehen Sie, wir haben zum Beispiel Daten in den Lernräumen. Wir haben 46.000 Studierende, ungefähr 20.000 aktive Nutzer pro Tag, 50 Millionen Daten-Events pro Semester. Die muss man natürlich entsprechend auch wirklich auswerten. Und gerade in diesem Corona-Semester circa 5 Millionen videobezogene Events, die wir entsprechend auswerten können. Elektronische Prüfung ist bei uns ein ganz wichtiger Punkt. Und elektronische Prüfungen sind sicherlich mehr als reine Multiple-Choice-Prüfung. Da kann man, glaube ich, relativ viel machen. Und wir entwickeln gerade auch Dinge, dass wir Hybrid-Klausuren schreiben wollen. Dass wir einerseits Sachen haben, die am Rechner direkt korrigiert werden, dass wir auch weiterhin auch noch Teile haben, die handschriftlich zum Beispiel vorgegeben werden und hinterher vom Studenten eingescannt werden. Also das wird sicherlich etwas in der Zukunft sein. Und gerade wenn ich mir Distanzprüfungen angucke zur Internationalisierung, wo unsere Studierende weggehen, trotzdem bei uns noch Prüfungen abnehmen wollen, da wird sich in der nächsten Zeit, glaube ich, eine Menge entwickeln, um auch die Internationalisierung entsprechend zu fördern. Serious Games. Serious Games ist bei uns ein großes Thema, und zwar nicht nur in der Informatik. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die Studierenden nicht nur theoretisch programmieren können, sondern das auch beweisen, zum Beispiel auch in einem Serious Game. Und ich stelle mir vor, dass wir uns weiterentwickeln, dass solche Fragen auch in einer Abschlussprüfung wirklich abgefragt werden können. Denn wir wollen ja wirklich kompetenzorientiert sein. Und da geht es nicht nur um die Theorie. Ja, wir haben circa 12.000 Studierende pro Semester, die an solchen Serious Games teilnehmen. Und wie gesagt, das ist nicht nur die Informatik. Also ein Highlight bei uns ist die katholische Theologie. Dort gibt es ein Serious Game zum Erlernen von Hebräisch. Das ist mit dem Landeslehrpreis ausgezeichnet worden. Also man hat solche Dinge auch in Bereichen, wo man das auf den ersten Blick gar nicht vermuten würde. Und Sie sehen auch hier wieder, dass wir eine ganze Reihe von Daten haben. Was wollen wir damit eigentlich machen? Und Analytics at RWTH ist eigentlich die Einrichtung im CLS, die sich mit der Auswertung dieser Daten beschäftigen soll. Was wollen wir machen? Wir wollen... Ich fange mal unten an. Welche Zielgruppen haben wir? Wir haben die Studierenden. Die sollen unterstützt werden. Wir sammeln Daten, wir analysieren Daten. Wir wollen den Studierenden gerne Rückmeldungen geben, wo sie eigentlich stehen. Das haben wir bisher schon vereinzelt, aber das Ziel wäre es, das flächendeckend zu machen. Dann kommt der Einsatz von Educational Data Mining, wo wir im Prinzip auch zum Beispiel Wahrscheinlichkeiten, die den Studierenden angehen können. Jemand, der vergleichbar ist mit deinem Lernverhalten,
der hat eine Chance von 60%, wirklich auch die Abschlussprüfung zu bestehen. Das wäre eine Interpretation von Daten aus der Vergangenheit, um den Studierenden auch eine Anleitung zu geben. Und wir wollen das als hochschulweite Infrastruktur haben. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Wir haben sehr viele Projekte, wo einzelne Dinge, vielleicht auch einzelne Studiengänge, Sachen vorantreiben. Hier geht es wirklich um die flächendeckende Umsetzung, dass die Daten relativ einfach verfügbar sind. Und zwar einerseits bei den Studierenden, aber sicherlich auch bei den Lehrenden. Also als Mathematiker ist es üblich, dass man einmal pro Woche die Studierenden mit Hausaufgaben versorgt. Und ich habe natürlich auch in der Vergangenheit immer schon eine Rückmeldung dadurch bekommen, indem ich einfach festgestellt habe, wie haben die Studierenden die Hausaufgaben gelöst? Wo muss ich gegebenenfalls in meiner Vorlesung nacharbeiten? Und die Hoffnung ist, dass wir mit diesen Learning Analytics auch die Lehrenden entsprechend unterstützen können, dass sie auch einen Eindruck gewinnen, an welchen Stellen muss ich denn eigentlich nacharbeiten, um den Studienerfolg zu sichern. Und schließlich, last not least, die Hochschulleitung, aber auch die Fakultätsleitung, die einfach sehen müssen, wo haben wir Studierende, wir haben das bisher, ich sage mal, eher händisch gemacht, herauszubekommen, wo gibt es denn in den einzelnen Studiengängen eigentlich Module, die den Studienfortschritt verhindern. Das haben wir, und da muss ich sagen, deutschlandweit viel mehr als Mittelwertberechnung machen wir im Allgemeinen nicht. Im Allgemeinen, damit meine ich flächendeckend. Und ich bin öfter in Akkreditierung unterwegs. Sie glauben gar nicht, wie viele Hochschulleitungen überhaupt keine Ahnung haben, wo sie denn Klausuren haben, in denen es hohe Durchfallquoten gibt. Das sind oft gut gehütete Geheimnisse, damit keiner so schlecht dahinter kommt. An vielen Fällen, Herr Metzler, Sie haben das vorhin schon erwähnt, sind die Hochschulleitungen jetzt natürlich auch dahinterher, insbesondere dann, wenn es Prämien gibt für jeden Absolventen, den sie produzieren. Dann wird sehr viel stärker darauf geachtet, dass die Lehre auch wirklich zu einem entsprechenden Erfolg führt. Ja, wir haben viele Daten. Was sind denn die einzelnen Punkte? Wichtigster Punkt ist Datensouveränität. Dass diejenigen, dass es volle Transparenz gibt, welche Daten wo gelagert sind. Das wurde auch im letzten Vortrag schon gesagt, dass wir eine Datenethik haben, dass da nicht, also die Professoren meinen, sie können in die Daten aller Studierenden reinschauen. Das geht nicht und das wird auch nicht akzeptiert werden, sondern wir brauchen strenge Regeln dafür. Wir müssen uns abstimmen mit dem Datenschutz. Der Datenschutz ist für mich die größte Hürde, an der wir zu arbeiten haben. Es ist nicht die Technik, es ist nicht die Entwicklung der KI, sondern der Datenschutz wird uns in den nächsten Jahren die größten Probleme bereiten. Es ist eine Wissenschaftlichkeit, wir brauchen eine Begleitforschung und wir müssen Wirksamkeiten evaluieren. Ich hatte das vorhin schon gesagt, die Klickzahlen allein sagen mir noch gar nichts, sondern ich muss diese Daten in Verbindung bringen, in diesem Fall mit dem Studienerfolg oder mit dem Erfolg in einem bestimmten Modul, um daraus entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. So, und das Letzte bezieht sich auf mich, ja, einen bekennenden Analogen. Die Technik muss professorentauglich sein. Das heißt in Aachen übersetzt, wenn ich in der Lage bin, das System zu bedienen, dann schafft das jeder andere auch. Also es darf nicht zu kompliziert sein. Wir dürfen nicht nur an die Informatiker denken, sondern wir müssen eben auch an die Leute denken, die einfach nicht so affin mit den IT-Systemen sind. Und die sollten trotzdem in der Lage sein, diese Dinge zu beherrschen. Ja, wir werden interdisziplinär zusammenarbeiten müssen. Das machen wir bei uns, indem wir das Center für Lernservice, IT-Center, Fakultäten, dass wir die interdisziplinären Teams haben, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und dass wir die Methoden von Machine Learning, Learning Analytics, Educational Data Mining, aber auch kombinieren, wie im vorherigen Vortrag auch angegeben, mit den ethischen, didaktischen und auch lernpsychologischen Ansätzen. Dass wir eben nicht nur Statistik, nicht nur den Mittelwert nehmen, sondern dass wir das verknüpfen mit modernen Methoden, dass wir eine Synthese der Daten aus verschiedenen Quellen haben und die auch zusammenführen können. Also einerseits haben wir Daten in Moodle, das hat jeder einzelne Lehrstuhl. Dann haben wir Daten in unserem Lernmanagementsystem, da kommen die Lehrstühle nicht so ohne weiteres dran. Und da muss man genau definieren, an welchen Schnittstellen man wie darauf zugreifen kann, wie weit die Daten personalisiert sind oder anonymisiert. Und wir müssen das Ganze ressourcenorientiert machen. Das heißt, wir dürfen auch nicht zu viel ausgeben, was nicht notwendig ist, um schließlich mit den lernpädagogischen Prinzipien, die wir schon besprochen haben, um diesen neuen Technologien eine Verzahnung zwischen all diesen Daten hinzubekommen.
Und das Ziel, das betone ich immer wieder gerne, ist der größere Studienerfolg von Studierenden. Wie können wir Studierende dazu bringen, in ihrem Studium erfolgreich zu sein? Oder, das sage ich auch, ihnen rechtzeitig zu sagen, dass das mit dieser Einstellung oder mit dieser Kompetenz, die sie mitbringen, voraussichtlich nichts werden wird. Dann müssen wir für diese Leute andere Möglichkeiten schaffen, uns damit auseinandersetzen. Wichtig ist für mich, dass der Studierende an dieser Stelle im Mittelpunkt steht. Ja, wenn ich mir Analytics angucke, wir haben eine klassische 80-20-Aufteilung. 80% des Aufwands wird darin bestehen, das Ganze zu implementieren, um dadurch die Lehre zu verbessern. 20% wird eher einen Forschungsaspekt haben. Dort werden wir uns mit den Evaluationen auseinandersetzen müssen und dort werden wir auch die Dinge herleiten, die vielleicht die Transformation in der Lehre wirklich heranführen werden. Das ist schon wichtig momentan. Wir haben ja alle zum Sommersemester hin von jetzt auf gleich unseren Vorlesungsbetrieb auf Online-Formate umgestellt. Es wird wichtig sein, zu erfahren, welche Dinge wirken denn wirklich. Wie ist der Studienerfolg in dieser Situation? Wie können wir bestimmte Einflussfaktoren eliminieren? Und dann müssen wir überlegen, was wir denn wirklich beibehalten. Aber das oberste Ziel ist es wirklich nicht, ob die Studenten alle Spaß haben, sondern wie viel Kompetenz ist wirklich mit diesen neuen Medien vermittelt worden. Und wenn das nicht der Fall ist, woran liegt das denn eigentlich? Also, dass wir die Netzlast zum Beispiel nutzen, dass wir feststellen, nach 6 Wochen im Semester hat das Interesse der Studierenden an den Videos deutlich nachgelassen. Aber vor den Klausuren ist es doch deutlich wieder aufgeflammt. Und die Erfahrung, die wir zum Beispiel haben in den Spezialveranstaltungen, da haben wir auch viele der Erfahrungen, haben die Leute eher mehr gelernt, als es im klassischen Vorlesungsbetrieb war. Hochproblematisch wird das für die Studienanfänger, das wird die größte Herausforderung im Wintersemester werden. Ja, was machen wir? Wir analysieren Studienverläufe. Also wir haben von Will van der Aals, ist einer der bekanntesten Informatiker in Europa, der hat darum gebeten, ein solches Projekt zu machen, ein Forschungsprojekt, in dem er einfach analysiert hat, in welcher Reihenfolge besuchen die Studierenden die verschiedenen Module des Studiengangs. Kann man daraus irgendwas ableiten für den Studienerfolg? Der fängt an mit der Informatik. Das ist auch gut so, weil dort die Leute sehr affin sind. Aber unser Ziel wird es dann sein, erstens die Erkenntnisse daraus zu ziehen und zweitens dieses ganze Verfahren zu übersetzen und in die Anwendung zu bringen auf alle anderen Fakultäten. Wir haben die Aktivität der Lehrenden, die wirklich auch einsehen können bei einem Moodle-Plugin, wie viel haben die Studierenden denn von dem Material, das bereitgestellt wurde, schon genutzt? Und da gibt es auch schon Analysen aus der, zum Beispiel bei uns aus der BWL, wo viele Zusatzangebote stehen und wo man dann hinterher geguckt hat, was haben denn die Leute gemacht, die durchgefallen sind? Ja, Sie können sich vorstellen, was dabei rausgekommen ist. Fleiß hilft viel. Das heißt, wer wirklich die Zusatzangebote genutzt hat, der war auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit bei den erfolgreichen Studierenden. Und der Nutzererfolg ist eben, dass wir unsere Studierenden auch auf dem Weg begleiten, dass wir nicht nur sagen, das, was in Bologna so ist, wir haben eine Abschlussprüfung und was dazwischen, das ist eine NRW-Regel, was dazwischen passiert, darf eigentlich niemanden interessieren. Das kann so nicht weitergehen, damit werden wir nicht erfolgreich sein. Und wir müssen den Studierenden, glaube ich, immer wieder aufzeigen, welche Möglichkeiten sie denn eigentlich haben und wo sie momentan stehen. Halt. Ja, jetzt komme ich vielleicht auf ein Projekt, das schließe ich direkt an den Vortrag von vorhin an, deshalb kann ich das vielleicht auch kurz fassen. Wir haben ein Data Literacy-Projekt, das im nächsten Jahr starten soll. Was wir machen wollen, ist, dass alle Studierenden, und zwar alle, über alle Fachbereiche, eine Grundkompetenz in Datenwissenschaft haben. Diese Grundkompetenz soll bedeuten, dass sie einerseits zum Beispiel mit Python programmieren können, dass sie darin eine Grundausbildung halten, dass sie aber auch zum Beispiel in der Statistik Systeme wie zum Beispiel R, ein frei zugängliches Verfahren, dass sie solche Dinge nutzen können. Mein Ziel ist es, dass bei all denen, wo das wirklich wirksam wird, dass die nicht nur in der Lage sind, ich sag mal, Mittelwerte von 5 Zahlen mit einem Taschenrechner auszurechnen, sondern dass sie richtige Datensysteme auswerten können. Und was hier auf den Folien nicht steht, wo ich aber meiner Vorrednerin voll und ganz zustimme, es kommt dann wirklich auf die Interpretation an.
Wir vermitteln momentan in dem Kurs zunächst einmal nur die Grundkompetenzen, um Sachen auszuwerten. Die Interpretation ist etwas Weiteres und Data Literacy soll ergänzt werden um Spezialveranstaltungen, wo es um die Anwendung im Kontext der speziellen Studiengänge geht, damit wir für alle Studierenden eine gemeinsame Kompetenzbasis haben. Das ist uns recht wichtig und jetzt sage ich auch gleich, wo ist denn eigentlich die Schwierigkeit? Das klingt ja alles toll. Ja, das Problem setzt da an, wenn ich das in den Studiengängen verankern will. Alle Fachbereiche kommen sehr gut zum Ergebnis. Ja, finden wir ganz toll. Das sind eigentlich Sachen, die jeder Student können muss. Und dann kommt man zu dem Punkt, und wo hat das Platz im Curriculum? Ja, da werden die tollsten Ausreden kommen da. Und da sind wir, glaube ich, nicht alleine, wo die Fachbereiche sagen, weil im Prinzip ist es doch nur wichtig, dass ich ein guter Maschinenbauer werde oder Gott, wer weiß was. Und das ist also nur am Rande wesentlich. Wir wollen das so lösen, dass wir sagen, wir führen einen Micro-Bachelor ein, wer 30 Credits in diesem Bereich macht, wo man sich unter Umständen auch Punkte aus anderen Veranstaltungen, die ohnehin schon vorhanden sind, anrechnen lassen kann, der bekommt ein solches aufgebessertes Zertifikat und wir setzen darauf, dass die Studierenden mit den Füßen abstimmen, dass die ihren Fachbereichen deutlich sagen, ja, das sind Kompetenzen, die wir wirklich im täglichen Leben hinterher brauchen und das muss in den Studiengang übernommen werden und wir machen das im Prinzip bei jeder neuen Akkreditierung eines Studiengangs, dass wir dann sanft darauf hinschieben. Ansonsten Hochschulleitung hin oder her, wenn unsere Maschinenbauer sich auf den Kopf stellen, dann haben wir es da extrem schwierig, an der Stelle irgendwas durchzusetzen. Naja, weil die einfach 100 Millionen Euro Drittmittel im Jahr einwerben und im Prinzip auf die Ausstattung der Hochschule gar nicht angewiesen sind. Aber Ingenieure sind ja durchaus lösungsorientiert. Das heißt, man muss denen vermitteln, dass da ein Problem besteht. Und wenn Sie das wirklich akzeptiert haben, dann versuchen Sie, dieses Problem auch wirklich zu lösen. Das macht es so angenehm, mit den Ingenieuren zu tun zu haben. Ja, das war sozusagen ein Kurzüberblick über das, was in der Hochschule, wie ich mir vorstelle, dass wir Big Data in der Zukunft nutzen werden. Dazu werden einige Rahmenbedingungen notwendig sein, dass einzelne Hochschulgesetze wirklich geändert werden müssen. Also es ist ja ein schlechter Scherz, dass wir nicht die Telefondaten unserer Studierenden aufnehmen dürfen, weil das nicht im Gesetz steht. Deshalb muss jeder Student diese Telefonnummer separat aufschreiben, weil der Datenschutz das so will. Ja, dass wir viel zu viel Freiwilligkeit in Deutschland haben, dass uns das angelsächsische System bei 50% eines Jahrgangs, die durch das Hochschulsystem gehen, großen Teilen voraus ist, weil diese Freiwilligkeit viele Studierende einfach überfordert. Das ist der Ansatz und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren, hier habe ich noch, ein bisschen weiterkommen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Krieg, für diesen außerordentlich spannenden Vortrag. Ich habe auch schon die erste Frage, Herr Rekzi. Vielen Dank. Sie hatten Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Hochschulleitung erwähnt, und das brachte mich auf die Frage, ob nicht die Auseinandersetzung mit den Daten, also der Blick auf die große Datenanalyse, nicht auch ein Problem der Dateninterpretation mit sich bringt. Wenn Sie meinen, die Hochschulen werden ja dafür belohnt, dass es eben erfolgreiche Abschlüsse gibt und man macht einen beispielsweise, wie Sie es ja auch erwähnt hatten, ein Modul aus, an dem große Hürden bestehen und wo dann Studierende scheitern mögen, dass es vielleicht auch ein Bedürfnis gibt, dieses Modul zu eliminieren oder so abzuändern, dass die Hürde nicht so groß ist. Also kann nicht auch in Big Data die Gefahr bestehen, dass sie uns einen leichteren Weg offeriert, als sagen wir auf die Fachkultur zu schauen und auf die spezifischen Anforderungen eines Faches, die vielleicht hier Vorrang haben sollten vor einer gewissen Zahl von zum Beispiel Studienerfolgen. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das ist sicherlich ein Problem. Wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Also die Zahlen, ich bin Mathematiker. Das heißt, die Zahlen geben nur einen Hinweis, wo ich genauer hinschauen muss. Die Zahlen sind keine absolute Wahrheit, sondern da ist immer ein Kontext dahinter, den ich herauskriegen muss. Sie helfen mir nur, herauszufinden, wo denn das Problem ist. Ich gebe mal ein Beispiel, mit dem ich lange gekämpft habe. Und das geht um einen Ingenieurstudiengang. Der hatte zwei Killermodule, eins im ersten Semester und eins im dritten Semester.
Ich habe mich lange bemüht, denen zu sagen, Freunde, da müsst ihr irgendwas ändern. Ich bin auf Granit gebissen. Ja, da hat sich nichts geändert, weil der Studiendekan sich geweigert hat, überhaupt mit den Kollegen nur zu reden. Inzwischen hat sich das geändert. Jetzt hat ein neuer Studiendekan das angefangen. Das Problem hat sich jetzt erledigt. Das Problem liegt nicht daran, dass jetzt das alles leichter geworden ist, sondern dass wir Personen gefunden haben, die es sich zum Interesse gemacht haben, den Studierenden was beizubringen. Und nicht im ersten Semester zu sagen, hier hängt der Hammer. Ich zeige euch mal, was Sache ist. Und wenn ihr nicht schnell rechnen könnt, ja, dann habt ihr keine Chance. Und als Mathematiker muss ich sagen, schnell rechnen ist nur das Dümmste, was man wirklich erwarten kann, wenn man einen vernünftigen Ingenieur ausbilden will. Es geht darum, das Richtige zu finden. Ich sage nicht, ihr müsst das jetzt so einfach machen, dass ihr unter, was weiß ich, 40% Durchfallquote kommt, dann ist die Welt in Ordnung. Das ist es nicht, sondern da muss man hinterher noch die Kompetenz erwerben. Und wenn man den Studierenden sagt, ihr seid für das Studium hier nicht geeignet, finde ich, müssen wir den Studierenden Alternativen aufzeigen. Was macht denn an dieser Stelle mehr Sinn, dass sie hinterher noch erfolgreich sein können? Nicht zu sagen, darum sollen sich die anderen kümmern. Das ist, glaube ich, nicht die richtige Einstellung, sondern da Alternativen aufzuzeigen und vielleicht auch zu kooperieren. Wenn ich bei uns das Kooperationsprojekt mit der Fachhochschule Aachen sehe, ich finde das toll. Das geht hin und her, von dem profitieren beide Seiten. Und das wird viel flexibler und durchlässiger gestaltet. Herr Rixier, Sie haben noch eine Zusatzfrage. Ja, es ergeben sich für mich daraus Folgefragen. Zum einen, weil Sie nur ein Beispiel eines Faches, Ihres Faches genannt haben. Zum einen hatten Sie eingangs Ihres Vortrags erwähnt, dass Sie sich wünschen, dass die Learning Analytics flächendeckend passieren. Ich verstehe das als fachübergreifend in allen Fachkulturen. Es hat mich ganz persönlich mal gefreut, dass die katholische Theologie da mit einem guten Beispiel vorausgeht. Das ist keine Selbstverständlichkeit, würde ich vielleicht sagen. Allerdings dann für das Sprachlernen, für Hebräisch, da kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und es gibt gerade in den Naturwissenschaften, auch mathematisch und in technischen Fächern hervorragende Möglichkeiten, Lernfortschritte zu evaluieren, die auch digital auszutauschen, Direktantworten zu geben, vielleicht auch, wie in Ihrem Vorgängervortrag, Bots zu nutzen, die da Arbeit erleichtern können. Es gibt aber doch hinreichend Fächer und Fachkulturen, wo das so einfach, auch solche Learning Analytics, wohl nicht funktionieren werden, wenn Sie Komparatistik nehmen oder bleiben wir auch in anderen Unterfächern der Theologie oder der Philosophie. Wie kann das Ihres Erachtens vielleicht einfach als Meinungsabfrage auch dort zu einer gewinnbringenden Anwendung kommen? Und vielleicht als kleine Zweitfrage dazu, wo hört, sagen wir, die Strategiebildung der Hochschulleitung, also Ihre Aufgabe, auf? Und wo müssen Sie dann vertrauensvoll an die Fachleitungen und Fachkulturen übergeben? Also wenn ich das ehrlich sehe, die Flughöhe, die ich einnehme, da kann ich mich mit Studienerfolg auseinandersetzen. Ich kann sehen, wie viele Credit Points erwerben denn die Studenten in welchem Semester. Woran das dann fachspezifisch liegt, wie sich das ausprägt für die einzelnen Studierenden, da ist die Fachkompetenz gefragt. Dort haben wir im Prinzip Studienberater, die das Material auch für jeden einzelnen Studierenden nachverfolgen können. Da beginnt wirklich die Facharbeit. Ich sehe den übergreifenden Bereich nur so, dass man den Fächern Hinweise geben kann, wo es denn gegebenenfalls Probleme gibt. Und dafür ist eben das Datenmaterial gut. Und da kommt es gar nicht darauf an, ob das digitalisiert ist oder nicht. Selbst wenn Sie alles völlig analog machen, können Sie sich immer noch fragen, erreichen denn die Studierenden die 30 Credits pro Semester im Mittel oder erreichen sie es nicht oder sind es nur 15? Und wenn ich bei uns den Maschinenbau sehe, im 15. Semester Maschinenbau sind immer noch 10% aller Anfänger eingeschrieben, aller Bacheloranfänger nach der doppelten Regelstudienzeit. Wenn diese 10% fertig werden, ist die Welt in Ordnung. Dann soll mir das völlig egal sein. Aber die Erfahrung lehrt, dass das im Allgemeinen nicht der Fall ist. Und es geht darum, den Fakultäten klarzumachen, Freunde, da ist ein Problem. Gut, wenn einer gar nicht studiert und einfach bloß das NRW-Ticket mitnimmt, okay, da kann man nichts dran machen, das kann man aber auch erkennen. Das kann man nachhalten, dafür kann man die Fakultäten nicht verantwortlich machen. Und dieses ganze Material soll den Fächern helfen, wirklich zu erkennen, wo kann man optimieren, ohne wirklich die Qualität einzubüßen.
Ich würde da gerne eine Frage anschließen. Es ist völlig richtig, wenn Sie sagen, man muss Problembewusstsein in den Fakultäten schärfen und in den Instituten und denen klar machen, wie wichtig es ist und wie hilfreich es ist, wenn man zum Beispiel Learning Analytics und ähnliche Dinge nutzt. Nach Erfahrung vieler Hochschulleitungen reicht das aber nicht. Allein das Schärfen von Problembewusstsein, und damit komme ich zu meiner Frage, wie steht es an der RWTH mit Anreizsystemen? Brauchen Sie so etwas, also sagen wir mal gewisse Verführungsinstrumente, und wenn ja, wie sehen die bei Ihnen aus? Ja, da muss man natürlich auch sagen, haben wir durch die Hochschulplakmittel momentan extrem viel Glück in NRW. Wir haben dafür große Bereiche auch für Wettbewerbe freigehalten. Also wir haben jetzt gerade einen Wettbewerb Integration von digitalen Formaten ins Curriculum. Also nicht nur die Best-Practice-Beispiele, die dann hinter den Projekttod sterben, sondern wo werden Dinge ins Curriculum integriert? Da hatten wir 56 Bewerbungen. Die Hälfte davon wird gefördert und das schafft wirklich einen Umbruch. Dass man einerseits wirklich Anreize schafft, auf der anderen Seite Öffentlichkeit herstellen. Da ist zum Beispiel bei uns das Bauingenieurwesen ein gutes Beispiel. Die führen regelmäßig einen Wettbewerb ein über digitale Elemente in der Lehre. Und da gibt es so eine Rangliste. Und keiner der Professoren will auf der Verliererseite stehen und es geht nur um wenig Geld, Euro abzugeben, sondern die wollen alle damit auch Werbung machen. Nehmt den Bereich Wasserbau. Da kommen immer die besten Lehrenden her. Das ist sozusagen der Anreiz, doch auch dort die Abschlussarbeit zu schreiben. Das sind dann die Leute, die man hinterher auch für Promotionen hat. Solche Anreizeffekte wirken viel besser als wirklich Bestrafungsmechanismen. Aber dazu muss man natürlich auch die Möglichkeit haben. Und da haben wir momentan gerade Glück. Nicht das Geld mit der Gießkanne verteilen, sondern durchaus auch an Wettbewerbe knüpfen. Wäre da mein Ratschlag. Noch eine zweite Frage von meiner Seite. Dieses System, das Sie uns aufgezeigt haben, also die Nutzung von Learning Analytics, Erhebung von Education Data zum Data Mining und so weiter. Das sind ja doch hochaufwendige Instrumentarien und Systeme. Sie haben uns berichtet, Sie haben das bereits implementiert für den Regelbetrieb. Da schließen sich für mich zwei Fragen an. Erstens, nach der Implementierung kommt ja sozusagen die Notwendigkeit des Aufrechterhaltens und der Pflege. Wie kommen Sie damit klar? Denn das ist eine Frage, die also bei kleineren Hochschulen häufiger die K.O.-Frage darstellt. Und das andere, wie verändert sich dann die Zusammensetzung auf der Personalebene? Sie brauchen ja dann doch zum Teil richtig gehend neue Berufsbilder innerhalb der Hochschule. Und wie kommen Sie mit diesem Veränderungsprozess im personellen und institutionellen Bereich klar? Also ich muss sagen, wir haben eine Strategie. Wir sind dabei, Dinge umzusetzen. Allein das Campus-Management-System wird gerade erst abgenommen. Und dieses Campus-Management-System wird es uns endlich ermöglichen, vernünftige Kohortenverfolgung zu machen. Das Ganze muss aber noch umgesetzt werden, sodass im Idealfall der Studiendekan der Fakultät auf Knopfdruck diese Zahlen bekommen kann. Soweit sind wir noch nicht, das ist aber in der Planung. Wir haben all diese Aktivitäten am Center für Lehr- und Lernservices, das wir in den letzten 3-4 Jahren aufgebaut haben. Und da gebe ich Ihnen völlig recht, das ist ein Problem, dass wir dort die entsprechenden Kapazitäten und auch die Qualifikationen nachweisen müssen. Wir brauchen die richtigen Leute, die diese Dinge auch umsetzen. Und das bei der Umsetzung jetzt des Zukunftspakts, wie immer der jetzt heißen mag in NRW, haben wir auch genau die Möglichkeit genutzt, genau diese zentralen Schnittstellen zu stärken, weil wir da über viele Jahre einfach auch eine Schwäche hatten. Und das CLS genießt hohes Ansehen in der Hochschule, weil sie eben auch verschiedene Dinge bedienen, also zum Beispiel Projekte, die wir fördern, dass die evaluiert werden. Diese Dinge werden alle von dieser Einheit gemacht. Das ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung. Das ist mir extrem wichtig. Es ist kein Teil der Verwaltung. Das sorgt, glaube ich, für Akzeptanz auch innerhalb der Hochschule, dass das eben ein gestandener Hochschullehrer ist, der das macht und eben auch weiß, was es bedeutet, zum Beispiel in einem Hörsaal zu stehen. Das sorgt, glaube ich, für viel Akzeptanz innerhalb der Hochschule. Ich sehe noch keine weitere Frage im Chat, deswegen möchte ich noch mal auf einen Begriff zu sprechen kommen, der mir sehr gut gefallen hat.
Ihr Stichwort Professorentauglichkeit sicherstellen. Die Professorentauglichkeit. Nun ist das vielleicht an der RWTH ein bisschen leichter als an anderen Hochschulen, weil es doch zum erheblichen Umfang dann eine Ingenieurtauglichkeit ist und die ist wahrscheinlich leichter herzustellen als in anderen Fächern. Aber trotzdem meine Frage, ich sage mal, die Tauglichkeit wird doch wahrscheinlich sehr unterschiedliche Formen annehmen müssen und auch gerade annehmen müssen, je nachdem, wen wir da vor Augen haben oder auf wen das sozusagen zugeschnitten werden soll. Gibt es da bei Ihnen Erfahrungen? Denn das ist sicherlich an der großen Universität mit einem sehr breiten Fächerspektrum ein erhebliches Problem. Es gibt Erfahrungen. Also man muss sagen, zum Beispiel, dass wir uns für Zoom entschieden haben. Das war ganz klar Benutzerfreundlichkeit und Stabilität. Das stand über allem. Und den Datenschutz muss man jetzt an der Stelle wirklich nachbessern. Wir haben auch eine Erhebung gemacht, wo haben wir denn Kollegen, die zum Beispiel im Sommersemester nichts Digitales gemacht haben. Es gab bei den 5000 Lehrern, die wir haben, einen einzigen. Und der hat sich natürlich rausgeredet, aber der wahre Grund dafür war, dass er einfach Angst hatte vor der Technik, die nicht beherrschen zu können. Den haben wir jetzt in eine spezielle Schulung für ihn ganz individuell geschickt und das war durchaus erfolgreich. Der hat also gesehen, das ist gar nicht so schwierig, diese Dinge zu machen, aber man braucht halt die entsprechende Anleitung. Und das CLS ist bei uns auch für die Weiterbildung zuständig, dass entsprechende Weiterbildungen auch angeboten werden. Und insbesondere bei den Neuberufungen versuchen wir, die mit diesem Team in Verbindung zu bringen. Und die sollen eigentlich innerhalb des ersten Jahres irgendeine Art von Schulung dort mitgemacht haben, wo sie sehr individuell auf ihren Weg geführt werden. Aber es ist natürlich klar, also Informatiker, E-Techniker, die ganzen Ingenieure sind natürlich viel affiner gegenüber diesen Medien als die klassischen Geisteswissenschaftler. Aber das ist sozusagen ein bisschen das Positive des letzten Semesters. Viele von denen haben auch gesehen, das ist gar nicht so schwierig und das ist kein Hexenwerk. Es ist natürlich lange nicht alles optimal, aber wir haben zumindest den Anfang gemacht. Ja, vielen Dank. Unsere Zeit neigt sich dem Ende entgegen, deswegen darf ich mich bei Ihnen, Herr Krieg, nochmal sehr herzlich bedanken für diese sehr aufschlussreichen Ausführungen. Und wir sind gespannt, wie weit wir das dann auch in anderen Hochschulen so schön realisieren können, wie Sie das auf dem Weg, auf dem Sie bereits sind. Vielen herzlichen Dank auch, dass Sie sich bereit erklärt haben, hieran teilzunehmen.